So, nach einer langen Fahrt bin ich jetzt in Adelaide angekommen und ja, ich befinde mich hier gerade bei dem Cousin von meinem Bro Ali von zu Hause. Und ja, wie ihr schon am Titel gesehen habt, mein Visa läuft ja aus. Und die Leute, die mich ja schon länger verfolgen, wissen ja, mein erstes Video kam Anfang oder Mitte August. Und ja, das haben wir jetzt. Oder ja, für euch ist es jetzt schon ein bisschen später, weil man hängt immer ein bisschen hinterher. Aber mein Visa ist jetzt gestern abgelaufen. So, und jetzt fragt ihr euch, okay, warum bin ich immer noch hier? Ganz einfach, ich bin dabei, mein Second Year zu beantragen. Das bedeutet, dass ich halt ein Jahr noch länger bleiben kann oder möchte, weil ich habe ja 88 Farmtage gemacht. Und ja, ich hänge jetzt in diesen ganzen Prozessen in der Warteschleife, weil das Government, also die Regierung, hat mich kontrolliert. Das heißt, ich muss denen jetzt alle meine Papiere vorzeigen, meine Payslips von allen Farmen, die ich hatte, mein unterschriebenes Dokument, wo die Tage draufstehen, wo die Leute unterschrieben haben. Und ja, jetzt kann ich euch ja hier mal einen Teil von diesem Dokument zeigen. Ja, das ist jetzt die zweite Seite, die ich ausfüllen muss. Das muss ich für jede Farm machen und die erste Seite sind halt meine Kontaktinformationen und so weiter. Und hier wollen die halt wissen, ja, wie viel habe ich die Stunde bekommen, war Unterkunft dabei und Meals und so weiter und wie viel haben die davon abgezogen und so weiter und so fort. Ja, und auf der ersten Seite ist halt zum Beispiel, was war mein Job, also Dairy Farmhand hier in dem Falle, was ich gemacht habe, wann ich angefangen habe und wie lange, ob es Part-Time war, Casual, Full-Time, wie viele Stunden ich am Tag gearbeitet habe, wie viel in der Woche. Was ich aber total dämlich finde, weil wenn ich die eine Woche irgendwie 60 Stunden gearbeitet habe, die andere Woche aber nur 40, dann wiederum irgendwie 63, dann wieder dies und jenes. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe jetzt einfach immer ungefähr angegeben, was ich gearbeitet habe. Weil, keine Ahnung, soll ich doch einfach in meinen Payslip gucken, was ich bekomme pro Stunde. Weil warum soll ich den Scheiß da ausfüllen? Ich verstehe das echt nicht. Das ist schon wieder Bürokratie, die keiner versteht. Und ja, dann wichtige Fragen. Hier unten beispielsweise, ob ich für meine Arbeit bezahlt wurde. Weil ab dem 1. September 2015 zählt halt WWUFEN, also dieses Willing Workers on a Gaelic Farm nicht. Dass man halt frei lebt, sage ich mal, 4-5 Stunden am Tag arbeitet, Unterkunft und Essen umsonst bekommt. Und das war's, aber kein Geld in die Tasche. Das zählt nicht mehr fürs Second Year auf jeden Fall, seit ja, 2 Jahren fast. Und ja, jetzt hänge ich in dem Prozess. Ich habe jetzt, wie gesagt, das Bridge Visa. Das bedeutet, dass ich jetzt als Tourist hier bin. Das heißt, mein Work and Travel Visa ist seit dem 10. August abgelaufen. In dem Falle gestern. Und ja, mit dem Bridge Visa bedeutet es, dass ich jetzt so lange hier in Australien bleiben darf, bis die eine endgültige Antwort gegeben haben. Entweder Zusage oder Absage. Vielleicht finden die ja irgendwas. Ich habe zwar 88 Tage gearbeitet, aber dann kommt ja das Minimumgehalt dazu und auf einer Farm habe ich 28 Tage, auf der Kartoffelfarm halt 20 die Stunde gehabt und nicht 22,13, wie es eigentlich sein soll. Und ja, da weiß ich nicht, ob die da vielleicht ein bisschen meckern, aber dafür habe ich ja viele Stunden geleistet, also ich habe keine Ahnung. Deswegen, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Naja, deswegen wisst ihr jetzt wahrscheinlich auch, warum ich noch mein Auto repariert lassen habe, weil ne, diejenigen, die wussten, okay, es ist ja bald August, ich hau bald ab, haben sich vielleicht gefragt, warum habe ich jetzt schon wieder so viel Geld, 1.500 oder 2.000 mit Registration in mein Auto gesteckt. Ja, das ist der Grund, weil ich länger bleiben möchte. Und sollte das jetzt nicht klappen, verkaufe ich das Auto, gehe woanders hin, ganz einfach. Also klar, gefällt mir in Australien und so weiter, aber ich habe jetzt wirklich alles gesehen. Ich bin ne, die gesamte Ostküste runter Richtung Adelaide, da wo ich jetzt bin. Dann bin ich einmal durch die Mitte nach Broome, Perth, von Perth die Südküste, wie ihr es jetzt in den letzten Videos gesehen habt, runter. Jetzt bin ich wieder in Adelaide, ich habe keine Ahnung, was ich mir noch angucken soll. Klar würde ich nochmal Cape York beispielsweise machen wollen, da habe ich ja dann umgedreht. Bei meinem 5. Video, wo ich gesagt habe, Richtung Norden gehe ich jetzt. Ein bisschen Richtung Daintree Forest und was das war. Und ja, vielleicht nochmal Ostküste durchmachen oder irgendwas angucken. Ich habe keine Ahnung, vielleicht, wenn es akzeptiert wird, war auch, glaube ich, mein Plan, dass ich dann vielleicht an einem Ort mal länger bleibe, um zu schauen, wie so das Leben ist, wenn man hier richtig lebt, anstatt immer nur eine Woche weiter und dann halt, ne, von Tag zu Tag leben. Aber naja, das muss ich echt mal schauen, man muss immer Schritt für Schritt gehen. Erstmal heißt es Visum abwarten. Naja, deswegen, das ist einfach die aktuelle Information. Sorry, wenn das Video jetzt ein bisschen informativ nur war und sonst nichts gezeigt wurde. Aber ich dachte, bevor ich hier weitermache mit Travel, dies, das, jenes und euch die Infos vorenthalte, das ist ja ein bisschen doof, weil ihr wisst ja, okay, läuft jetzt aus. August ist ja schon wieder, letztes Mal im August. Letztes Jahr habe ich ja ein Video hochgeladen, da wundert man sich auch, okay, bleibe ich länger, bleibe ich nicht. Deswegen, das ist jetzt meine Antwort dazu. Okay, dann wäre es das mit dem Video. Das nächste Video wird hoffentlich wieder spannender für euch und naja, das war's soweit. Schön abonnieren, Videos liken, wenn es euch gefällt und bis dann.